Heute haben wir ein cooles Langfahrtschiff im Check. Yep, genau, dieses blaue, gut aussehende Teilchen hier. Und das an einer mindestens genauso coolen Location. Denn das ist ein Stellplatz an Land, der überdacht ist, wo aber auch große Boote mit stehendem Mast drunter passen. Ja, diese Kombi ist echt selten, haben wir zumindest bisher nirgendwo anders gesehen. Madeira. Madeira ist so schön. Ja, Segelboot. Zurück zum Segelboot. Wir suchen ein passendes Segelboot für die Linda und den Sven und ihre beiden Kids. Die vier wollen für ein Jahr auf Langfahrt starten und dem fleißigen Zuschauer unter euch, ja, dem sind sie auch schon bekannt, nämlich aus unserer Folge Nummer 38. Darin haben wir die Bootsuche gestartet und mit ihnen eine Trintella 42 in den Niederlanden angeschaut, einfach um eine Referenz für die Bootsuche zu haben. Ein schickes und solides Boot war das jedenfalls, also für jeden, der klassischere Konzepte mag, sehr toll, aber das Manko, sie war nicht sonderlich gut ausgerüstet. Schnitt ist schön, aber halt das Aber. Und dieses Aber ist dann doch, wo wir sagen, das wäre dann doch ein bisschen mehr Arbeit, noch, ja, um das dann so hinzukriegen, halt für eine lange Langfahrt, ja, die wir dann damit planen. Also, ja, wir brauchen es jetzt nicht mega krass modern, aber ich brauche kein Museumsschiff. Wir haben eine sehr geile, also ein sehr cooles Angebot. Und zwar ist das eine Beneteau Oceanis 44 CC Center Cockpit. Großes Schiff, alles, fast alles neu gemacht gerade, für 75.000. Das war ja Anfang 2020, ja, und das Angebot echt unschlagbar günstig. Also ich meine, das ist ein Center-Cockpit-Schiff in der Größe 44 Fuß für 75.000 Euro. Also nach der heutigen Marktlage echt unvorstellbar. Es gab ja auch viel Interesse daran. Ne? Ja, man konnte halt nicht reisen oder nur schwer reisen damals. Und deswegen haben wir das erstmal per Videocall gemacht mit dem Eigner zusammen. Und als es dann wieder möglich war, nach Madeira zu kommen, sind wir natürlich sofort hin und haben das Gutachten vor Ort gemacht. Das wurde dann auch wegen ein, zwei Dingen am Boot überraschend aufregend, ne? Aber so ist es. Wir starten erstmal. Schon witzig. Die Masten passen drunter, das ist hoch genug. Ich meine, es ist unter der Landebahn vom Flughafen. Das ist schon irgendwie cool, oder? Ja, ja. Das muss man mal gemacht haben. Wobei das Landen hier auf Madeira halt auch nochmal ein Abenteuer ist, ne? Wenn man rechts aus dem Fenster guckt und dann sieht man die ganze Zeit nur Wasser und dann im letzten Moment kommt diese Landebahn hier, die auf Stelzen gebaut ist. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Die Story war die, dass der Eigner das Schiff recht frisch gekauft hatte, nämlich, zwei Tage vor dem ersten Lockdown. Er wollte auf Langfahrt starten, gemeinsam mit seiner Freundin, und er war auch schon dabei, das Boot entsprechend vorzubereiten. Und wenig später kam dann allerdings die Nachricht, dass Nachwuchs im Anmarsch war. Es sagt dann natürlich nicht jeder, gut, jetzt erst recht, Elternzeit und los, ne? Tja, das war ihm dann irgendwie zu unsicher mit Lockdown. Madeira war ja sowieso ziemlich betroffen davon. Ein schwieriger Fall. Und deswegen hat er natürlich seine Erfahrung damit auch schon gemacht. Aber letztendlich war es, glaube ich, auch so ein Geldthema. Ne? Also, Baujahr 1994. Was ins Auge fällt, ist der Flügelkiel mit 1,75 Meter Tiefgang und das markante Bugstrahlruder. Das sieht erstmal komisch aus, ist aber typisch für die Baureihe und tatsächlich werksmäßig. Obwohl uns bisher noch niemand sagen konnte, weshalb das eigentlich so gemacht wurde. Sämtliche andere Modelle der CC-Reihe haben das ganz normale Bugstrahlruder. Der Rumpf, der wurde vom vorherigen Voreigner frisch lackiert, deswegen glänzt das auch alles noch so gut. Und auch Anti-Fouling ist gerade neu draufgekommen. Hier hat auch mal eine Stütze gestanden.
Ja, das haben die jetzt auch nicht alles wieder weggeschliffen und so. Das ist halt so Unterwasserschiff, muss funktionieren, aber nicht schön sein, so nach dem Motto. Ja. Und so sieht das ganze Unterwasserschiff halt aus. Ansonsten ist es trocken. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Unterwasserschiff schlecht ist. Also hier sieht man, das hat ein bisschen Spiel. Das ist der äußere Ring vom Lager sozusagen. Die äußere sieht man da auch. Wenn ich auf Langfahrt gehen würde, würde ich es wechseln lassen. Das ist jetzt auch kein so ein Riesen-Act, weißt du. Komm, sind wir oben. Checkt Hendrik schon sein Lieblingspart an diesem Schiff? Na? Tja, und auch hier wieder, was darf nicht fehlen? Das Teak Deck. Bei dem Teak Deck ist das Thema, dass die Schrauben nicht auf den Stäben haben, sondern in den Nuten drin sind. Also die sind quasi in die Nuten verschraubt. Ist in dem Sinne besser, als dass man dann keine Pfropfen reinmachen muss und das dann auch nicht sieht. Das Problem ist nur dann, wenn man die Fugen erneuern muss, weil wenn du dann mit dem Werkzeug die alte Fugenmasse rauskratzen willst, das kriegst du so gut wie nicht hin, weil du damit jedes Werkzeug kaputt machst. Die bleiben nämlich an den Schraubenköpfen hängen. Da die beiden ja nur für ein Jahr unterwegs sein wollten, hieß es, okay, liebes Teak Deck, bitte dicht halten. Ja? Und sie haben es nicht runtergenommen, aber spätestens die Käufer danach hätten es machen müssen. Und bei der Beneteau ist halt auch der Fall, dass das Sandwich aus Balsa ist und da darf dann auch kein Wasser durch die Schraubenlöcher durchlaufen, sonst kann der Schaden relativ groß sein. Also auf alle Fälle musste was am Teak Deck gemacht werden. So, jetzt da der Elefant im Raum weg ist, das Positive, beziehungsweise das Interessante, es gibt keinen zentralen Steuerstand, wie man es normalerweise gewohnt ist. Das Steuerrad ist Backbord neben dem Niedergang platziert worden. Damit ist das Cockpit natürlich frei und sehr geräumig. Hinter der festen Scheibe inklusive Bimini sitzt es sich auch ganz gut geschützt. Die Fallwinch auf Steuerbord ist eine elektrische und das laufende Gut wurde größtenteils erneuert. Und wie findest du es? Also bisher haben wir jetzt nur unten gesehen oder Wasserschiff gesehen und jetzt hier den ersten Teil am Heck vom Boot. Und bisher die Beschreibungen halt waren alle gut, hat ihr die Winch neu gemacht, auch die Sachen, die ich bisher sehe, sind gut. Nüchtern jetzt hier mit dem Thema halt des Teak Decks. Das Gelcoat sieht erstaunlicherweise noch sehr, sehr gut aus. Also kaum Auskreidung. Ja, du hast ja oftmals, ist es hier schon abgeranzt. Kann man nicht meckern. Sieht aus wie ein Ostseeschiff. Also das Gelcoat, ne? Ich meine jetzt nicht das Teak, das ist halt alt, aber das einwandfrei. Wir gucken mal, hier vorne ist die Verkleidung vom Fenster abgeplatzt. Ich guck mal von unten rein. Oh, hier ist er auch. Ja, die Verkleidungen, die gehen halt kaputt. Irgendwann musst du dir mal diese Luma-Verkleidung hier zulegen, weißt du? Von ja. Unten muss man sich als Ersatzteil kaufen und neu ranmachen. Guckst du unentspannt? Ich grübel. Du grübelst? Warum? Ich bin da in meinem Gedanken vertieft und schaue mir erst mal an hier. Okay. Alles gut. Wir sind ja, wir lieben es ja zu fläzen. Ihr liebt es zu fläzen. Ja. Na, kannst du gleich mal probieren. Okay, so. Na, das sieht jetzt nicht so bequem aus. Nee, diese Kante fehlt so ein bisschen. Wenn er quasi da sich so hinlegt oder so. Hendrik, komm, wir müssen mal Probe fläzen. Probe fläzen. Also hier, wie du siehst, das wäre die Fläzgelegenheit. Durch diese Rundung, diese da, ist das Fläzen möglich und ist nicht so wie zu Hause. Ist nicht so wie zu Hause. Nicht schlecht. Ist groß, ne? Ja. Schön Stehhöhe. Ja. Hier ist halt das Liebesnest. Das Liebesnest? Wenn die Kids mal nicht da sind. Nee, das ist echt schön geräumig. Das Bad hier ist schon was Besonderes. Sogar mit Sitz, Schrägstrich, Steh, Badewanne, Schrägstrich, Dusche. Das ist schon cool für die Kids hier einfach, ne? Du packst hier rein, die Würmer. Unten pennt einer, oben einer. Du würdest hier die Kids verstauen und nicht dort?
Also du musst gucken, ich habe zwei Kids halt, ne? Ja. So. Und du kennst, wenn ein Kind wach ist, machen die Radau. Ja. So. Und wenn die da liegen und sich anzicken, dann sind beide wach. Du bist ja froh. Und ihr dann zwangsläufig auch. Ja. Ah, nicht gut. Deswegen, wenn die vielleicht so sich engagieren können, der eine kann weiter pennen, der oben und der andere kann aufstehen, der untere, also die größere und der kleine zum Beispiel. Dann hast du die auch getrennt hier. Ja. Kannst Tür zu machen, die haben ihre Ruhe. Wenn sie rauskommen, können sie dann da spielen vielleicht. Mhm. Uns nicht nerven, da spielen. Mhm. Ja? Schlafzimmer und Spielzimmer. Ja. Schön, na, du hast ja schon einen Plan, ne? Ja, so. Jetzt will man, du musst immer ein bisschen die Sachen im Blick haben. Ja. Und wissen, wo du halt da einen extra Vorraum brauchst, wo du dann auch mal deine Tür zu machen kannst, damit es nicht offensichtlich ist. Also hier merkst du schon so ein bisschen mehr. Also das könnte sein, ja. Auf jeden Fall, ja. Also das sind viele Kleinigkeiten, so Schönheitsarbeiten, die man dann noch machen muss. Auf jeden Fall, die wir machen würden auch. Viele Kleinigkeiten, aber das ist ja dann Kleinkram. Ja, du musst ja irgendwas machen, ne? Natürlich. Das ist halt der Unterschied zu einer halber Grassi. Das ist eben einfacher verarbeitet, ne? Also nicht so hochwertig verkleidet und so. Ist halt so. Aber für ein Schiff aus dem Baujahr sieht es ehrlich gesagt noch ziemlich gut aus. Ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Ist ja auch kein Boot. Das ist ja klar, ne? Kein Gebrauchboot für 300.000 oder so, sondern für 75, ne? Hast du hier schon reingeguckt? Nee, was ist da? Tada! Noch mehr! Wie lange fahren wir raus heute? Der Tisch lässt sich nicht locker, oder? Nee, der Tisch lässt mich nicht locker. Hier fehlen Schrauben. Ja, der Tisch ist locker. Deswegen. Du musst von unten noch die Schrauben nochmal richtig nachziehen oder reinziehen. Das ist nämlich hier. Hier merkst du, jetzt hast du Bewegung drin. Also hier von unten, hier muss ein Schrauben rein. Deswegen hält es nicht richtig. Was soll ich dir sagen? Das sind die Unterschiede, weißt du? Ja. Das ist halt so. Eine 44 Fuß halber Grassi, ja? Ja. Würdest du, oder eine Sunbeam würdest du fürs Doppelte kriegen? Genau, Doppelte. Und so hast du halt ein bisschen mehr Arbeit. Ein Tisch, den du mal nachziehen musst. Ja. Ist halt so. Aber ich muss sagen, ich meine, die waren jetzt in halber Grassi drin, auch immer so im Baujahr so um 80 bis 90 mal eingegangen. Die sind schon klein. Also die sind schon eng. Also du hast jetzt hier schon mehr Wohnkomfort und klar die anderen eben auch. Also schön, die dann quasi robuster verbaut sind. Aber wenn du nach hinten durchgehst, haust du deinen Kopf an bei der Küche. Wenn du mal abends längst du hier, gehst du kurz rüber, dann haust du dir den Schädel an. Ja. Und musst du schon mit zusammenzwängen. Auch. Ist schon hier ordentlich, ne? Was du hier am Platz hast. Und deswegen, wenn du am Boot leben willst, ganz ehrlich, also ich will da auch mich dann frei bewegen und nicht jetzt immer in so einem geduckten Weg halt unterwegs sein. Ja, auf alle Fälle. Wir hatten ja während der Bootsuche mit Ihnen das Thema, ob es lieber etwas Älteres, eher Konservativeres werden sollte. Das sind meistens die Kandidaten, die selbst nach 40 Jahren noch sehr, sehr hochpreisig gehandelt werden. Über Budget. Und es wurde ja auch ordentlich Platz gewünscht, weshalb dann die Entscheidung für eine eher modernere Konstruktion gefallen ist. Mehr Volumen und dann auch noch günstiger. Win-win-win mit diesem Boot also. Aber das erste Problemchen hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Ist halt ein Boot. You see this, the oil there, and it comes from here. Was ist mit dem? Da ist Hydrauliköl hinten drin, dort wo die ganzen Zylinder, also wo der Zylinder ist und die Verteilung. Das sah aus wie ein Leakage, aber er meinte, nee, das ist wahrscheinlich kein Leakage, sondern die haben die kompletten Schläuche getauscht und auch alles abgedrückt. Die haben halt beim Tauschen dann danach nicht sauber gemacht, wie das so üblich ist. Jetzt müssen wir mal gucken, machen wir alles sauber da unten und dann schauen wir mal nachher, was der Sache ist. So, der Kran kommt, jetzt wird das Boot ins Wasser gesetzt und dann machen wir die Testfahrt und segeln nach Quinto do Lorde, ne? Genau. Die Marina, wo wir damals angelegt haben, um hier anderthalb Wochen Madeira anzuschauen. Ja. Das war eine geile Zeit. War sehr geil. Das sagen wir immer, wenn wir irgendwo sind, wo wir schon mal waren, ne? Ja, ist doch immer wieder cool, irgendwo zu sein, wo es schön war, wo man schon mal war. Das ist richtig. Da kommen Erinnerungen hoch. Warst du schon mal dabei, wie ein Boot ins Wasser gesetzt wird? Ja. Ist immer wieder spannend. Sag doch, irgendwann ist immer das erste Mal. Also ihr wisst ja, normalerweise, wenn Boote ins Wasser gesetzt werden, packe ich gerne meine Drohne aus. Ist hier allerdings nicht ganz so gut möglich, weil wir sind ja hier unter dem Flughafen und ganz so abgebrüht bin ich dann doch nicht. Musik.
der ging ja sofort los. You see what I told you about the engine? Ja, ja. Easy. Ja. Also wenn man das Boot ins Wasser bringt und es stand länger an Land, da muss man natürlich erstmal, sobald es unten ist, checken, ob alle Ventile und alle Borddurchgänge dicht sind. Das Bugstrahl, oder? Funktioniert. Genau, erstmal checken, ob alles dicht ist, damit das Boot nicht absäuft. Ne? Hier sind wir gerade aus der Box gestartet. Ne? Man bemerke, wie oft der Skipper das Rad nach Steuerbord dreht und man beobachte, in welche Richtung das Boot sich dreht. Tja. Das funktioniert nicht, oder? Na, der Autopilot funktioniert jetzt. Ja. Machen die es jetzt mit dem Autopiloten gerade? Scheint, ja. Das geht, aber das Ruder geht nicht. Hätten wir jetzt nicht rausfahren sollen, oder? Nee, hätten wir jetzt nicht rausfahren sollen, nee. Das war jetzt spannend, ja. Siehst du meine Begeisterung im Gesicht? Hä? Siehst du die Begeisterung in meinem Gesicht? Steuerrad treibt das Ruder nicht an und es war natürlich jetzt in der Marina ein bisschen schwierig gewesen, aber der Autopilot funktioniert, das heißt, das ist ein hydraulisches System und scheinbar ist noch Luft, muss gelüftet werden noch, also die haben das Öl gewechselt, die Mechaniker, aber scheinbar nicht richtig gemacht, man muss wahrscheinlich noch ein bisschen Öl nachgefüllt werden bzw. System entlüftet werden, mit Autopilot funktioniert es aber, von daher machen wir jetzt trotzdem mal einen Test. Das Thema beim Rollgroß. Wir versuchen jetzt gerade den Baum runterzuziehen quasi, damit man oben ganz viel Zug drauf kriegt, damit das Segel ausrollt, weil das ist oben verklemmt. Eigentlich komplett verklemmt gewesen. Das ist komplett verklemmt gewesen, aber man sieht ja auch, dass das Vorlieg ist viel zu locker. Mhm. Deswegen hat das Segel nicht richtig eingerollt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das Segel rauskriegen. Aber das ist halt der Nachteil bei Rollgroß. Wenn das nicht richtig eingerollt wird, dann kommt es schlecht raus. Das ist ja eigentlich ein neues Segel, ne? Schade. Das Großsegel, das Fall, also das Vorlieg vom Großsegel war komplett lose. Das Fall war nicht eingeschoren. Damit kannst du es natürlich nicht ausrollen. Bei Charterbooten ist es ja quasi gang und gäbe. Ne? Bei Gutachten haben wir es auch häufiger, aber dieses Mal war das Segelsetzen eine besondere Herausforderung und der starke Wind hat es natürlich nicht unbedingt erleichtert. Mit einem Rollsystem ist es eben nicht so leicht gemacht wie mit einem Lattengroß manchmal. Ja, Fall los, Boot in den Wind und das Segel kommt dann schon irgendwie runter. Wenn ein Rollgroß einen schlechten Tag hat, dann braucht man mitunter viel Geduld. Mittlerweile sind wir vor unserem Zielhafen und zum Anlegen kommt die Notpinne zum Einsatz. Ne? Erinnerung, wir haben ja kein funktionierendes Steuerrad. Die Notpinne ist auch das erste Mal notwendig für uns während eines Gutachtens. Das Segel ist ganz geil, das Boot. Also, das macht Spaß. Ne? Nur mit Großsegel, 6 Knoten, ist schon nicht schlecht. Also. Und ruhiges Segel. Trotz des Windes und 6 Knoten war es nicht entspannt komplett. Also. Ja. Hätte ich mich mehr Krängung oder mehr Schaukeln gedacht. Ja. Also als wir hier reingekommen sind, habe ich erwartet, dass wir so ein bisschen in den Windschatten kommen. Der Berg hier. Aber natürlich nicht. Der Wind pfeift trotzdem und zwar kommt hier einmal um den Berg. Ordentliche Düse hier.
aber wir haben angelegt, hat alles geklappt. Gar nicht mal so doof aus, das Schiff, ne? Nee, das sieht eigentlich ganz cool aus. Eigentlich ist es ein, finde ich, ein schönes Schiff. Größe und es macht eben auch das Cockpit-Layout, ne? Dass es eben ein Mittelcockpit ist. Das ist schon schön, mit viel Platz drin, segelt sich auch ganz nett. Also ich sage mal, für den Preis ist das ein geiles Schiff, kann man nicht anders sagen. Thanks for bringing us back. With all the rudder. Das war bitte funny part. Ist völlig unreal, irgendwie, dass wir jetzt mal für eine kurze Zeit hier wieder in der Marina sind, wo wir 2016 hingesegelt sind. Ne? Wo wir da angekommen sind, dachten, boah, endlich auf Madeira, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt stehen wir hier. Was sagst du denn erstmal zum Boot? Von dem Gesamteindruck vom Boot, also genauso wie auch vorher beschrieben, dass die kleinen Kleinigkeiten, die jetzt Schönheitsmakel sind, jetzt mal auf die Seite legt, die kann man alle regeln, ist kein Thema. Weiterhin positiv beeindruckt, ja. Von dem Bötchen. Ja. Sehr schön. Hab ich schön gesagt, oder? Ja. Wir haben im Hafen also noch alles weitere von unserer Liste gecheckt, was noch offen war. Es gibt ein paar To-Dos mit dem Boot, ja, das ist klar. Das meiste ist allerdings optischer Natur, bis auf das Teakdeck soweit. Ansonsten kann man das Boot eben so ausgerüstet nutzen, wie es dasteht. Das war ja ein sehr wichtiges Kriterium der Bootsuche. Ja. Der Aufwand zum Start muss möglichst gering sein. Und für die Dinge, die wir gefunden haben, konnten wir uns anschließend mit dem Verkäufer auf 70.000 Euro einigen, was schon damals ein sehr guter Preis war. Kurze Unterbrechung, mal was Organisatorisches. Wir haben nämlich 2x10 Tickets für die Boot in Düsseldorf vom Veranstalter zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich zum Verlosen. Wenn du mitmachen möchtest, natürlich Abonnent sein unseres Kanals und dann eine E-Mail schreiben an verlosung@planet7seas.com. Die E-Mail-Adresse ist jetzt hier auch nochmal eingebunden. Und das innerhalb der nächsten 4 Tage, also einschließlich bis Mittwoch. Heute ist Sonntag, also bis Mittwoch. Und spätestens Donnerstag werden die Gewinner von uns eine E-Mail bekommen mit den Codes jeweils. Wer nichts von uns hört, hat auch nicht gewonnen. So, wir werden auf der Boot sein vom 26. bis 28.01., also eher gegen Ende der Messe. Wem das jetzt zu schnell ging, unten in der Videobeschreibung sind nochmal sämtliche Infos. Wenn ihr uns auf der Messe über den Weg laufen solltet, ja, haut uns einfach an, quatscht uns an, wir freuen uns drauf. So, und jetzt nochmal ein bisschen Action auf Madeira. So, zu guter Letzt laufen wir jetzt nochmal unsere Hausrunde von damals zur Halbinsel ganz weit im Osten. Wir kommen nicht bis ganz zum Schluss hin. Wahrscheinlich ist schon ein bisschen zu spät, aber soweit wir was schaffen. Das sieht so unglaublich geil aus hier. Ich habe das Gefühl, einfach wieder an der Stelle zu sein und dann kommt es irgendwie so zurück, ja? Ja. Nur, dass es 4 Jahre später ist. Nur, dass es 4 Jahre später ist, ja. Ich meine, guckt euch das an. Ich hab Boot gekauft! Und der ist am so geilsten Platz der Welt los. Mega, weißt du? Oder? Das ist so cool. Ich bin auch ein bisschen Welt drauf gerade. Du hast mal kalt duschen, oder? Erzähl mal, warum willst du eigentlich auf Langfahrt oder warum wollt ihr eigentlich auf Langfahrt gehen und so ein bisschen aussteigen? Das Ding ist ja, wir haben uns ja vor einem guten Jahr jetzt fast schon inspirieren lassen von verschiedenen Leuten von euch, von anderen Familien, die eben sowas schon gemacht haben. Und gesagt, dann komm, wir packen alles zusammen und fahren los einfach und erkunden wir die Welt auf dem Segelboot. Und dann war es so ein bisschen mehr auf so ein Brett skizziert, okay. Rein theoretisch kann man machen, was muss dafür alles im Kopf haben. Dann wurde die Skizze immer größer und der Plan größer. Und irgendwann hieß es nur noch von wegen, ne? Ach, weißt du was? Machen wir jetzt einfach. Heute stehen wir hier auf Madeira und haben ein Boot gekauft.
Ja. Wie geil ist das denn? Check. So geht man auf Langfahrt. Man muss es halt machen, ne? Aber das ist der Spruch, wirklich, ne? Ja. Also man kann ja viel philosophieren, halt, aber wenn du endlich sagst, okay, ich mach's jetzt einfach, dann machst du es entweder nie oder irgendwann mal vielleicht, wenn es dann vielleicht passt. Aber am Ende findest du jetzt sicher Gelegenheiten, warum muss ich was? Ich bin auf dem Job drin, ich habe gerade dies, ich kann das nicht. Also Argumente zu finden, warum du es nicht kannst, kannst du ja tausende. Ja. Deswegen einfach machen. So ist es. Also wenn auch du Unterstützung bei deiner Bootssuche an der Seite haben möchtest, dann melde dich einfach bei uns unter www.bootsprofis.tv. Da gibt es so ein tolles Formular. Deine Infos eingeben, wir melden uns dann bei dir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir helfen können. Genau, und für alle, die es noch nicht gesehen haben, unterhalb des Video-Wiedergabefensters. Hier? Gleich so? Nee, da unten. Da unten? Ja, da also unten. Nicht hier, definitiv. Sondern noch tiefer? Ja. Okay, noch tiefer. Du lernst es auch noch. Da findet ihr die Sachen, die wir in unserem Merchandise-Shop haben, also so T-Shirts und so weiter. Also alles, das hier, ne? Genau, das ist ja auch von uns. Und alles, was ihr da so seht an uns, was wir so tragen, das kommt dann auch in den Shop. Also, das war's von uns. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja mit Sicherheit, wie diese Buttons unter dem Video funktionieren. Ne? Das sollten wir nochmal sagen. Andere sagen es doch auch. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ja, okay, also wenn es dir gefallen hat, liken, wenn du häufiger Videos sehen willst von uns, abonnieren und wenn du nichts verpassen willst, die Glocke aktivieren. Die Glocke. Das ist ganz wichtig, ja. Und wir sehen uns dann wohl in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Bis dahin. Na, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.